Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Minecraft Redstone Tutorial. Heute möchte ich euch eine 2x1 Pistentür zeigen, die sich komplett im Boden versteckt. Gleich zum Anfang, das ist kein Design von mir, sondern ein Design von Jeffrey Drew. Ich verlinke euch das Video von ihm einfach mal in der Videobeschreibung. Allerdings ist das Tutorial auf Englisch und ich möchte einfach mal, ja, das Tutorial auf Deutsch sozusagen einmal machen. Deshalb würde ich sagen, let's go! In dieser Kiste finden wir alle Materialien, die wir für diese Tür brauchen. Und zwar benötigen wir ein Redstone, wir brauchen ein Repeater, wir brauchen 3 Sticky Pistons, 5 Observer, eine Redstone Lamp, ein Schalter und Baublöcke. Kommen wir nun zum Aufbau der Tür. Die Tür hat eine Grundfläche von 1x4 Blöcken, heißt, sie ist wirklich super kompakt. An die Stelle, wo ihr euer Input-Signal eingeben wollt, baut ihr eine Redstone-Lampe. An diese Redstone-Lampe dran, 2 Observer, die von der Redstone-Lampe wegzeigen. Hinter dem Observer nun ein Block. Auf diesen Block drauf packt ihr nun ein Redstone. Vom Redstone wegzeigend ein Repeater auf maximale Stufe. Bauen wir nun den Doppelpisten-Extender. Dieser kommt über dem ersten Observer hin, heißt 2 Sticky Pistons übereinander. Damit diese sich korrekt ausfahren, muss über der Lampe ein weiterer Observer, der nach oben zeigt. Damit dieser diesen Pisten bepowern kann, kommt da oben drauf ein weiterer Baublock. Nun müssen wir noch an die Stelle von diesem Repeater und an die Stelle von diesem Redstone einen Observer hinbauen, der ebenfalls mit dem Output nach oben zeigt. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr den Observer über diesem Repeater baut, dass ihr dabei Shift drückt. Am äußersten Rand auf diesen Observer baut ihr nun ein Sticky Piston. Und das ist eigentlich schon eure fertige Schaltung. Wenn wir nun auf diesen Hebel hier drücken, dann seht ihr, dass da schon irgendwas passiert. So. Damit jetzt das allerdings auch noch perfekt wird, müssen wir natürlich den Rahmen eurer Tür bauen. Und das mache ich jetzt einfach ganz simpel mit meiner Wolle. So. Einfach hier so eine U-Form bauen und fertig ist unsere Tür. Bauen wir das Ganze auch nochmal ein bisschen schöner und dann sieht unsere Tür so aus. Gut, das sollte nicht so sein. Wozu ist diese Tür nun praktisch? Diese Tür ist super praktisch für Gebäude, wo ihr keine Pistons von der Seite aus ansteuern könnt, heißt, wo sowas einfach technisch nicht möglich ist. Dafür können wir diese Tür einfach super simpel im Boden verstecken und sie sieht auch noch zudem ziemlich fancy beim Öffnen aus, wie beide Blöcke einfach im Boden versteckt werden. Ja, das war's auch schon zu diesem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Abonniert auch meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut, bis dann und ciao.